Aua, aua. Ja, ich erinnere mich dunkel an diesen Gegner. Aua. Ja, da war was. Der ist bitter. Aber den werden wir auch noch legen. Ah, sehr schön. Jetzt haut sie hier richtig ein aus. Kannst du knicken, Junge? Oder vielleicht auch nicht? Ich habe keine, Lollis mehr. Ich habe keine Lollis mehr. Mist. Au, 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 au. Sag mal. Geht's noch? Das war jetzt nicht so gut, finde ich. Das war nicht so gut. Okay. Na komm. Das Schwert behindert mich gerade eher, als dass es mir hilft, muss ich sagen. Weil es sehr langsam ist. Und da sind wir wieder bei dem Thema, ich mag lieber schnellere Waffen. Das habe ich hier letztens auch bei Splatoon erst wieder gemerkt. Da hatte ich eine Waffe, die war recht stark, aber super langsam. Und damit kam ich überhaupt nicht klar. Ah, okay. Oh, dieser Vogel. Super. So, und jetzt? Ach, guck mal hier. Ich kann quasi die ganze Zeit einfach hier diese Dinger wechseln. Ah, das ist eine wichtige Information. Warum habe ich denn immer noch dieses behämmerte Schwert, sag mal? Ach, ich hab's, glaube ich, wieder, ne? Aua! Oh, der ist nicht einfach, der Gegner. Weil der so viele unterschiedliche Angriffe hat. Okay. Aber auch hier gilt, die Attacken auswendig lernen und vor allem den besten möglichen Angriff. Ah, sehr gut. Also die bestmögliche Situation zu finden, in der man ihn am besten trifft. Sie haben ja jetzt gerade schon gesehen, wenn er mit diesem Kopf nach vorne schnellt, mit diesem Schlangenkopf. Sehr gut, dann können wir sehr gut die Hexenzeit aktivieren und ihm dadurch halt eben dann auch deutlich mehr Schaden zufügen. Und dann passiert sowas. Da ist er sprachlos. Jetzt ist nämlich die Zunge ab und das sieht sehr, sehr widerlich aus. Das sieht verdammt widerlich aus. Was soll denn das? Oh, shit. Aua. Also, Attacken auswendig lernen, besten Moment abpassen, an dem man angreift, zu dem man angreifen muss und das dann eben auch nur noch umsetzen. Nur noch, was bei diesem Spiel schon schwer genug ist. Man sieht... Nervt mich. Man sieht, glaube ich, relativ gut, dass er mit dem Kopf nach vorne schnellt, wenn man den Kopf direkt angreift. Ich vermute mal, dass das so ist. Oh oh. Oh shit. Komm schon, komm schon. Ja. Und jetzt? Oh, okay. Oh.
Alter. Und ich kann jetzt schon mal vorwegnehmen. Wir werden es ja erleben. Bayonetta 2 steht dem hier in nichts nach. Im Gegenteil. Bayonetta 2 setzt hier nochmal gehörig ein drauf. Und ich freue mich so dermaßen auf Bayonetta 3 und hoffe, dass es da genauso sein wird. Hat er denn jetzt eigentlich schon ein Problem? Und jetzt Climax. Ja! Ah, sehr gut. Okay. Ist das jetzt schon das zweite? Die zweite Zunge? Hat er sich das gemerkt, dass ich die erste schon erledigt habe? Ja, muss er, weil das sind jetzt hier andere Mauern, durch die ich durch muss, oder andere Klingen. Sehr gut. So, erstmal raus mit dem Lappen. Und zack. Und zack. Oh yeah. Nice. Das ist so ekelhaft. Das ist so ekelhaft. Das ist so unfassbar widerlich. Okay, jetzt macht er hier die Dinger kaputt. Und jetzt? Ah, jetzt. Okay, jetzt kommt er hier ran. Oh, oh. Nein, 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 nein. Oh, Glück gehabt, Alter. Aua. Aber es geht auch hier wieder. Man merkt, wenn man einmal den Dreh raus hat beim Gegner, dann ist er auf jeden Fall schaffbar. Es gibt da natürlich Gegner, wie jetzt bei mir zum Beispiel vorhin diese Schiffe, die einen irgendwie triggern, die irgendeinen Nerv treffen, mit dem man nicht klarkommt. Die gibt's auch hier, aber hier dieser Gegner zeigt sich ja gerade als... Ah, Moment. Zack. Genau. Dieser Gegner ist definitiv schaffbar für mich. Fast eher noch als vorhin die Schiffe, muss ich sagen. Mit denen hatte ich ja echt meine Probleme. Aber ich finde das ja auch wieder so krass, diese Ausmaße, die diese Gegner annehmen, wie riesig die sind. Und auch da wird Bayonetta das, da wird Bayonetta nochmal so einen draufsetzen. Da gibt es echt Momente, wo ich gedacht habe, unfassbar. Aua. So, und ciao. Wie viele Zungen hat der denn eigentlich noch? Ich schätze mal, dass das jetzt die letzte ist. Oh ja, das sieht ziemlich nach... ich bin nicht glücklich aus. Fuck, ich muss hier weg. Oh. Gib's ihm, Baby. Und ja. Still not enough. You can go another round, can't you? Your soul call causes for us. Lunci, Lunci, Laia Pila. Lumen Sage. Ulsog. Kalasog. Ua una pala. Ulprit albors. Iosan o. Divil kaba. Kada lunch. Mirn kaosan ka. Bayonetta. Jubilees ka. Best friends. I suppose one of them is an adult, so they should be okay. Oh.
Ich mag diese Hexe einfach. Die Kardinaltugend der Gerechtigkeit. Nein. Oh, what a day. Wo ist eigentlich der Typ? Den hat man schon lange nicht mehr gesehen. Aber für die Zeit haben wir, glaube ich, Silber gehabt sogar. Okay, räumen wir nochmal ein bisschen ab. Na komm, ran. Gerade noch so ein Kopfschuss. Yes. Und, nicht zu schnell. Mist. Komm, einen Kopfschuss noch. Ja. Okay. Doppeltreffer 53, immerhin. Und die werden wir... Boah, nee, das ist mir echt zu teuer, ehrlich gesagt. Wenn im Tor zur Hölle nur 3500... Also wenn der Preis im Tor zur Hölle nur 3500 beträgt für so einen Lutscher, dann gebe ich hier keine 5000 aus. Okay, der zerbrochene Himmel. Wir speichern mal wieder. Ja. So, und spielen. Excuse me, sir. May I have my glasses back? Huh? Oh, yeah. Here you go. Cereza, how did you get such magical glasses? The glasses aren't magic, silly. I can see the monsters without them. Monsters? Not quite. So, has Bayonetta, I mean your mom, been fighting these big bad monsters for a long time? Mummy is a witch, and witches protect people and are very strong. When I grow up, I'll be strong too, and I'll protect my mummy. Wait, you think witches do what? Oh, forget it. No point in arguing with a little kid. I'll manage on my own. I'm sure you will. Mummy! Shit! You never cease to amuse me, Cheshire. I suppose that's your next target? This is yours, little one. You didn't cry while I was gone, did you? Nope. Good. Bayonetta, no matter how I ask, no matter how many times, you always say the same thing. Come now, Kitty. You know it was all just a misunderstanding. You're so stubborn, you know that? My father, he was a journalist too. In fact, he was twice the man I could ever hope to be. He was obsessed with one case his entire career. A case so bizarre it took over his life. They could have made a movie of the details. The followers of darkness, the Umbra Witches, and their light world counterparts, the Lumen Sages, controlling everything with a power known as the Eyes of the World. Then, the Light and Dark clans suddenly disappeared from their medieval home in Europe. You may be familiar with the town. You're standing in it. Welcome to Vigrid, 500 years later. 500 years? Each clan, working at the behest of the powers that be, sought to lead their fractured world towards peace. They both possessed an eye said to have the power to create history that they used to oversee the world. However, their spirit of cooperation did not last, for amongst them, a pair of young star-crossed lovers conceived a child that sent the clans on a path to ruin. The woman was thrown in jail, and the man exiled from his clan. However, the child remained with the Umbra, raised as a black sheep, even amongst the darkness. Since the balance between light and dark had been lost,
both clans spiraled into decay. Legend had it that the two eyes could be united to control reality itself. And this legend fueled ambition and desire, leading to a myriad of battles between the clans. In fact, it led to their mutual destruction. My father was mocked for buying such a fairy tale. However, I believed his story, and I believe it more than ever now that I've found you. The memory of the clan lingers on, despite the passing of 500 years. What on earth was my father searching for? And why did he have to die for it? I have to discover the truth with my own eyes. That's why I haven't given up my chase for it. Or you. The head of the Ithaval group, the multinational that dominates Vigrid, recently tried to sell an enormous gemstone on the black market. If he isn't selling out in the open, it means we're going to have to acquire it by other means. And that starts by sneaking onto that jet. For something? I am. How did you lose it? Little one, do you have anything you really like? Something really important to you? Yes, this. I love it. Did you get this? You gave it to me, Mummy, for my birthday. When you love something, never lose it. Understand, little one? You must keep it safe, close to your heart. Ah, ist schon ein guter. Das Flugzeug erinnert mich voll an Final Fantasy VII. An diesen Stil. Shit. Also so wie ich es verstanden habe, Walküre Militärtransport innen. So wie ich es jetzt verstanden habe, ist Bayonetta quasi das in Anführungsstrichen verbotene Kind eines Lumenweisen und einer Umbra-Hexe. Uah, was ich nur noch nicht so ganz verstehe, ist... Oh Gott, ich kann mich sehr gut an diese Stelle noch erinnern. Und daran, dass ich sie gehasst habe... Ja, deswegen, weil man hier ständig irgendwo überall runterfällt. Irgendwo überall. Bam, ein Herz. Reicht das? Reicht das schon? Nein, das reicht nicht. Wir brauchen noch eins. Oh, oh, oh. Aua, aua, aua. Aua.
Jetzt ist aber mal gut hier. Was ist denn los? Ach, da kommt als einer durch die Wände. So, auf. Zack. Bam. Aua. Lass mich nicht in Ruhe. Ich will doch nur hier rüber kämpfen. Mann. Und die Ringe einsammeln. Oh, hallo. Das Vieh sieht mir aber sehr nach etwas aus, was normalerweise wir herbeirufen. Bei diesem Climaxen. Oh, ein rotglühender Schuss. Wundersame Dämonenmedizin, die Hexen vor der Sterblichkeit bewahrt. Wird automatisch eingesetzt, wenn die Lebenskraft leer ist. Okay, also wir werden dann quasi, wir werden jetzt das nächste Mal, wenn wir sterben, nicht sterben, sondern dieser rotglühende Schuss wird automatisch eingesetzt. Ich hoffe, dass das nicht unbedingt einen guten Grund hat, warum das jetzt hier uns in den Schoß gelegt wird. Oh, da ist eine Krähe gewesen. Das würde ich gern haben. Wo ist er? Da. Ja! Sehr schön. The Valkyrie Military Transport lesen wir gerade mal. Uncharakteristisch für eine Kleinstadt wie Vigrid ist der riesige Militärstützpunkt. Der Lärm der abhebenden und landenden Fluggeräte, von denen die Stadt umgeben ist, wird aber nicht von Passagierflugzeugen verursacht, sondern von unglaublich großen Transporterjets, die als Valkyren bekannt sind. In offizieller Funktion war ich bereits oft an Bord amerikanischer Militärflugzeuge und habe auch schon viele der großartigen Jets aus nächster Nähe gesehen. Aber kein einziger kann es auch nur annähernd mit den Valkyren an Größe aufnehmen. Ein Vergleich Rotkehlchen-Steinadler wäre nicht fehl am Platze. Ich hätte niemals für möglich gehalten, dass ein Objekt dieser Dimension imstande ist zu fliegen, wenn ich das nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Natürlich gibt es keinen Zweifel, dass die Fracht, welche mit den Fliegern transportiert wird, ziemlich gefährlich ist. Wenn eines der Flugzeuge auf einer der gewaltigen Landebahnen aufsetzt, macht sich in mir ein Gefühl tiefer Beklemmung breit, als laste das Gewicht des Flugzeugs auf meinen eigenen Schultern. Die Frage drängt sich auf, was genau die Behörden in dieses kleine Fürstentum unter solch strengen Sicherheitsbedingungen transportieren möchte. Schließlich hat Vigrid schon seit längerer Zeit die meisten Beziehungen zur außenstehenden Welt abgebrochen und sich seine eigene unverwechselbare Kultur aufgebaut. Auf diesem kulturellen Einfluss basiert womöglich auch das einzigartige Design der Valkyren, das einen in Staunen versetzt. Mit einem Blick lassen sich darin die religiösen Züge erkennen. Doch vielleicht besteht der eigentliche Grund ja in unserer Hochachtung, die wir einer Technologie entgegenbringen, welche auf unerklärliche Art und Weise anders ist von unserer eigenen. Sehr schön. Auch hier wieder sehr gut auf die Details geachtet, dass hier nochmal so ein Flugzeug einfach erklärt wird. Bronze. Naja. Naja. So. Huh. Oh oh. Hups. Zack, zack. Zack, zack. Okay. Boah, der Vogel ist so Gold wert einfach. Oh nein. Ah, zack. Okay. Ich hätte ihn vielleicht nicht aus der Luft holen sollen. Nein. Autsch. Das ist nicht gut. Okay, das funktioniert bei denen nicht so gut. Okay. Dann machen wir halt wieder den hier. Du kannst mich mal, Alter. Und auch dieses Ausweichen. Also wenn ihr jemals Bayonetta spielen solltet, dann kann ich euch nur empfehlen, dieses Ausweichen kurz nachdem man getroffen wurde. Also dass das dann quasi immer noch gilt. Da zu erforschen, das hat mir jetzt schon so oft den Arsch gerettet, glaube ich. Wo ist er? Oh. Fick dich. Kannst du knicken.
da, also hier eine längere Combo abzufeuern, ist bei den Viechern ein Ding der Unmöglichkeit, habe ich den Eindruck. So, was kommt jetzt hier wieder für Arschlöcher angerannt? Oh, ein Buch. Kein Buch. Okay. Oh ja, Folterangriff. Den machen wir. Hab ich nämlich gerade schon gedacht, als da dieser Haken an der Decke ging. Das würde doch jetzt passen. Aua. So, und dann nehmen wir den noch mit. Und Bats. Sehr schön, das hat mir gefallen. Der Kampf war hervorragend. Selbst gegen diese Krallenviecher fand ich das noch sehr erträglich. Und eine Goldmedaille bestätigt diesen Eindruck. So, haben wir hier irgendwie Kram? Was haben wir hier? Da klappert's im Gebälk. Ein Buch, das wir auch so gleich wieder lesen. Jillia Horn Defense Initiative. Sind das die, die Flugzeuge bauen? Im Zentrum der künstlich angelegten Isla del Sol befindet sich ein Beispiel purer militärischer Macht, die für eine Stadt wie Weakridge hier unvorstellbar erscheint. Ein Anblick von so bedrohlicher Macht, der sogar mir eine Gänsehaut den Rücken runterjagt. Wenn meine Informationen richtig sind, steht der finanzielle Aufwand dieses militärischen Strebens dem der Großmächte in nichts nach. Eine Tatsache, die noch nicht an die Öffentlichkeit vorgedrungen ist. Inmitten der Büro- und Regierungswolkenkratzer stehen Gebäude, die zur Flugabwehr errichtet wurden. Diese Gebäude, auch Jalla-Hörner genannt, bilden eine strategische Verteidigungsinitiative und sind mit einem ganzen Arsenal von Boden-Luftraketen zur Flugabwehr ausgerüstet. Eine an jedem der vier Winkel der Insel. Weshalb braucht ein so kleiner Ort derart drastische Sicherheitsmaßnahmen? Man sagt, die Amerikaner seien an der Aufrüstung und Expansion des Militärkomplexes beteiligt. Die Etherwall-Gruppe soll mit der Erforschung von Energie der nächsten Generation beschäftigt sein und hat die Rechte an ihrer Technologie gegen zusätzliche Waffengewalt eingetauscht, was nicht ganz unglaubwürdig ist. Beim Anblick all der Militärflugzeuge, die hier abheben und landen, kann ich nur hoffen, dass es nicht mein Heimatort ist, auf den sie Kurs nehmen. Ja, das stimmt wohl. Das ist schon alles sehr, sehr seltsam, was hier in Liquid mitunter vorgeht. Huch. Okay, cool. Fällt mir. Hätte ich ganz gern als Dauerwaffe. Gibt es, glaube ich, sogar. Tor zur Hölle haben wir. Nein, wir können Lollis kaufen. Würde ich auch gerne mal tun. Und generell mal schauen. Hey, check this out. What are you buying? Heard that in a game once. Ich auch. Gerade eben. So, was haben wir denn eigentlich für Geld? 55.000. Dann kaufen wir uns hier mal einen und hier mal einen. Ach, kann ich? Ach, guck mal hier. Grüner Kräuterlutscher. Kann ich 3 Stück kaufen? Gefällt mir. Haben wir irgendwas an Techniken, was vielleicht noch attraktiv wäre? Umbra-Speer. Verbraucht einen Teil der Energieanzeige. Und was macht das? Ich kauf's mal. Weil ich kann mir vorstellen, dass man dadurch vielleicht irgendwie Attacken von den Gegnern unterbrechen kann. Eventuell. So, Waffen, ja, okay. Brauchen wir jetzt nicht. Da haben wir ja erst festgestellt, dass wir da reichlich haben. Diese Stiefel. Und Battlefield 1 ist spielbereit, wie man gerade im Hintergrund gesehen hat. Aber davon lassen wir uns jetzt nicht irritieren. Was ist denn hier? Kann ich hier hoch? Ich muss doch hier hoch. Hä? Hallo? Was? Hä? Ich raff's nicht. Genau, hier, oder auch nicht. Oder muss ich darüber? Ach nein, ich muss hier das Ding aufschlagen, deswegen klappert das auch so.
Oder? Ja. Genau. Und jetzt? Da drauf oder was? Naja, gut, das war ja jetzt nicht wirklich eine Herausforderung. Okay.